vor einem Jahr gestanden hätte, hätten Sie wahrscheinlich gesagt, ach, Außenpolitik, das interessiert doch im Grunde genommen niemanden mehr. Und ich erinnere mich noch gut, als kurz vor der Bundestagswahl die Partei ja zu mehreren Themen Pressekonferenzen machte und ich Bernd Lucke vorschlug, naja, wir könnten auch mal was zur Außenpolitik sagen, guckt er mich an und sagt, ja, machen Sie mal, aber was ist denn da Neues? Wir sind in der NATO und das ist ja auch gut so. Das sage ich nicht kritisch, sondern das war damals die Lage, das war damals die Position, dass das kein wirklich interessantes, neues Thema ist. Und ich glaube, keiner von uns hätte damals gedacht, vor der Bundestagswahl, dass wir mal wieder über Krieg und Frieden reden. Nun soll man es nicht übertreiben, das ist bestimmt nicht Krieg und Frieden in und um Deutschland, aber wir reden über Krieg und Frieden. Und damit ist ein Thema wieder in die Welt gekommen, das von vielen Leuten schon totgesagt war. Sie kennen das berühmte Goethe-Zitat, während fern in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen, dann interessiert uns das nicht. Hat sich die Welt nun geändert? Ist es plötzlich anders geworden? Ich glaube, die Welt hat sich nicht geändert, sondern es ist im Grunde genommen das wieder eingetreten, was wir die ganze Zeit nicht wahrhaben wollten, nicht wahrnehmen wollten. Es gelten wieder die Gesetze der Machtpolitik und diese Machtpolitik gilt für viele Staaten, übrigens auch für uns Deutsche. Frau Merkel hat vor kurzem irgendwo erklärt, Sie konnten das in der Zeitung lesen, Putin lebt in einer anderen Welt. Ich fürchte eher, wir leben in einer anderen Welt und ich denke, Putin lebt in der Welt, in der auch die Japaner, die Chinesen, die Inder, die Brasilianer leben. Ich glaube nicht, dass Putin sich in irgendeiner Weise verändert hat oder die Welt sich verändert hat. Wir Deutsche haben nach der Wiedervereinigung etwas ausgeprägt weiter, das wir ja schon die ganze Zeit hatten. Es heißt so schön, es ist ein postheroisches Zeitalter. Und als die Sowjetunion zusammenbrach, konnte man sehr kluge Sätze lesen, zum Beispiel von dem Politikwissenschaftler, dem amerikanischen Fukuyama, der uns erklärte, damit sei die Geschichte, also die Weltgeschichte, wie wir sie kennen, an ihr Ende gekommen. Auseinandersetzungen militärischer, politischer Art gäbe es nicht mehr, sondern die Welt sei jetzt eine einzige große kapitalistische Produktionsmaschine und wir würden, und es ginge nur noch um die verschiedenen Fragen wirtschaftlicher Konkurrenz, die aber mit Geschichte im engeren Sinne nun überhaupt nichts mehr zu tun hätten. Das war lange Zeit, also was heißt lange Zeit, einige Monate war das Thema aller Zeitungen und alle hatten das Gefühl, sie haben jetzt was völlig Neues gelernt. Das Buch ist inzwischen völlig in den Regalen verschwunden. Das Erstaunliche an der Geschichte ist, und daran wird man jetzt erinnert, wenn man sich an den Ersten Weltkrieg erinnert, dass eine ähnliche Beurteilung, eine ähnliche, ich will nicht sagen Phrase, das ist zu ungerecht, aber eine ähnliche Haltung 1913 in Europa gang und gäbe war. Denn es ist sehr erstaunlich, dass zwar heute oft gesagt wird, naja, diese Staaten wollten alle den Krieg, wenn Sie sich aber Zeitzeugen anschauen und Leute, die in der Politik eine Rolle spielten, dann wollten diese Staaten alle nicht wirklich den Krieg, sondern sie glaubten, dass das gar nicht mehr geht. Dass also die internationale Arbeitsteilung schon damals so groß war, dass man einen Krieg nicht mehr führen kann und dass deshalb die Zeit von Machtpolitik, Kriegen allmählich zu Ende geht. Man war noch nicht so weit wie Herr Fukuyama, dass es völlig vorbei ist. Natürlich gab es Verwicklungen von Balkankriegen und so weiter. Aber man hatte das Gefühl, man bewege sich auf die große, alle umfassende kapitalistische Zivilisation zu.
Und einer, der das sogar in einer Schrift niedergelegt hat, ist Walter Rathenau, den man dann im Kriege noch sehr gut brauchen konnte als jemand, der die deutsche Kriegswirtschaft organisierte, nachdem das, was er gesagt hatte, überhaupt nicht eingetreten ist. Diese Stimmung hatten wir auch nach 1989. Entschuldigung. Und dann kam der berühmte 11. September, Sie kennen das alle, wir haben alle vor dem Fernsehschirm gesessen, es kam plötzlich Islamismus und Terror zurück und plötzlich standen wir mit deutschen Truppen in Afghanistan. Schon damals war das Ende der Geschichte eigentlich beerdigt. Es war völlig klar, dass Geschichte nie zu Ende geht, dass sie weitergeht und dass die Überlegung, wir haben jetzt wieder eine große kapitalistische Weltzivilisation, in der sich alle eingliedern, dass es falsch ist. Oder jedenfalls müssen wir es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hinausschieben. Und das vielleicht statt Fukuyama zu lesen, es klüger gewesen wäre, wir hätten mal wieder in Rankes große Mächte geguckt, um zu sehen, was man daraus aus früheren Auseinandersetzungen lernen kann. Und nun, meine Damen und Herren, und das ist das Überraschende für viele, ja, es ist etwas, was uns Deutschen besonders schwer fällt, das Überraschende aber auch für Engländer, Amerikaner, ist, dass Russland die These vom Ende der Geschichte widerlegt. Den Russen ist plötzlich die Krim wichtiger als die sogenannte Modernisierungspartnerschaft mit dem Westen. Ein wunderschön abstraktes Wort, das wohl sagen sollen, was sagen soll, wir helfen den Russen, indem wir deren Industrie aufbauen, aber dafür sind alle alten Konflikte beerdigt. Das haben die Russen so nicht verstanden und haben es wohl auch nie so gedacht. Wir haben den Russen etwas versprochen und da komme ich schon zu dem Hauptproblem. Wir haben den Russen versprochen, dass die NATO an der Oder endet. Aber wir haben nach kurzer Zeit alles dafür getan, dass alle osteuropäischen Staaten in die NATO kommen. Nun gibt es eine lange Diskussion darüber in den Zeitungen, Horst Teltschik, Herr Genscher, was wir den Russen wirklich versprochen haben. Und ich will auch gern sofort zugeben, es gibt keinen Vertrag, aber es gibt mündliche Verhandlungen oder es hat mündliche Verhandlungen gegeben, aus denen die Russen entnehmen konnten, an der Oder endet das alles. Sie wissen, die Wiedervereinigung war an einer Stelle problematisch, weil Helmut Kohl zu Recht wollte, dass die ehemalige DDR nicht nur in der Bundesrepublik aufgeht, sondern dass sie Teil der NATO wird. Und damals bestand der Warschauer Pakt noch, sofort zugegeben, und es bestand auch noch die Sowjetunion. Und natürlich kann heute jemand sagen, ja, wir konnten ja noch gar nicht wissen, was mit den Völkern wird, und also konnte diese Zusage, die wir gemacht haben, die konnte eigentlich gar nicht gelten. Das, liebe Freunde, ist eine merkwürdige Haltung gegenüber einem großen Staat, und das soll man nicht tun. Und Herr Genscher hat in seiner Tutzinger Rede damals 1990 durchaus ganz klare Zusagen gemacht, die er natürlich nicht machen konnte als deutscher Außenminister, das will ich auch gern zugeben. Aber er hat im Grunde genommen den Russen deutlich gemacht, darüber hinaus werden wir die NATO nicht ausweiten. Also, wir haben den Russen etwas versprochen, was wir nicht halten konnten, was wir nicht halten wollten. Und natürlich war das die Fortsetzung einer Politik der Spaltung. Das muss man einfach so akzeptieren, eine Politik der Spaltung und des Kalten Krieges. Es war keine neue Friedensordnung. Nun kommen an dieser Stelle diejenigen, die sehr kritisch mit den sogenannten Putin-Verstehern umgehen und sagen, aber Freunde, das kann ja nicht sein, denn das Selbstbestimmungsrecht der Völker steht über allem. Und warum soll Tschechien, Polen, auch die Ukraine, ich komme noch drauf, warum sollen diese Staaten nicht einfach in die NATO? Und warum sollen sie nicht in die EU? Nun kann man sagen, das Selbstbestimmungsrecht ist bestimmt kein Recht, das den Staaten, die in der NATO sind und damals nur waren,
sozusagen die Pflicht auferlegt, neue einfach aufzunehmen. Selbstbestimmungsrecht heißt, ich will da eigentlich rein, aber die anderen wollen mich nicht, dann ist gut. So war es aber nicht, sondern die anderen haben dann gesagt, jawohl, kommt nur, und sie haben auf russische Interessen natürlich keinerlei Rücksicht genommen. Also, wir haben das Selbstbestimmungsrecht der Polen, der Tschechen, der anderen osteuropäischen Völker in der Weise ausgelegt, dass wir gesagt haben, jawohl, ihr dürft in die NATO und ihr sollt auch in die EU. Damals waren die Russen sehr schwach und sie haben zwar protestiert, jedes Mal neu, das hat uns überhaupt nicht interessiert. Und nun gebrauche ich einen Begriff, der mir manchmal vorgeworfen wird. Wir haben die Russen gedemütigt. Und liebe Freunde, man demütigt nicht, auch Menschen nicht, das wissen wir, aber man demütigt auch kein großes Volk. Und Russland ist ein großer Staat und Russland, die Russen sind ein großes Volk. Sie können das Ganze umdrehen und anschauen, was aus unserer Geschichte geworden ist, weil wir 1919 nach der Niederlage von den Alliierten eben doch gedemütigt worden. Was das in unserem Volk ausgelöst hat, brauche ich hier nicht weiter zu betonen. Sie kennen es, Sie wissen es. Diese Demütigung hat umgedreht zu diesen schweren politischen Verwerfungen geführt, die dann mit dem Namen Adolf Hitler verbunden sind. Ich komme aber zurück zu dieser russischen Frage. Nachdem die Russen wieder stärker wurden, Gas, Öl, beginnende Produktion, stellten sie fest, dass sie jetzt plötzlich von der NATO umzingelt sind. Und was taten sie? Und das ist das, was wir jetzt erleben. Sie machten etwas, was sie die Zaren schon früher gemacht hatten. Das ist nichts Neues, das hat auch nichts mit Stalin, dem Kommunismus oder dem Sowjetimperium zu tun, sondern sie nennen das, und das ist nicht mein Wort, das Einsammeln russischer Erde. Erst die Krim, jetzt die Ostukraine. Das ist nicht völkerrechtsgemäß. Das ist auch nicht richtig. Und wir haben es nie als AfD in irgendeiner Weise gebilligt, weil das behauptet worden ist. Aber sie haben etwas getan, von dem sie glaubten, dass sie gar nichts anderes tun könnten, da ihnen der Westen ja gar keine andere Möglichkeit ließ. Und liebe Freunde, nun sind wir natürlich aufgewacht und sind zornig, das ist ja auch verständlich, und sagen, ja, das ist ein großer Völkerrechtsbruch. Ja, das ist ein Völkerrechtsbruch. Aber wir müssen auch uns gegenüber mit der Heuchelei vorsichtig sein. Wir selber von der AfD sagen völlig zu Recht, das, was Frau Lagarde vertritt, also die IWF-Chefin, nämlich sie sagt, ja, natürlich mussten wir den Maastricht-Vertrag brechen. Ist doch völlig klar. Ja, wir haben das Völkerrecht gebrochen. Wir mussten den Euro retten. Da kann ich nur sagen, wo ist denn da der Unterschied? Herr Putin sagt, ja, das Selbstbestimmungsrecht der Krim ist wichtiger und wir wollen die zurückhaben. Da kann ich aufs Völkerrecht keine große Rücksicht nehmen. Bitte schön, wo ist der Unterschied zwischen Herrn Putin und Frau Lagarde? In der einen Frage sagen wir, das geht gar nicht. Und bei Frau Lagarde nehmen wir es hin, gelassen, obwohl es ein Völkerrechtsbruch ist. In der bisherigen, ich drücke mich ganz vorsichtig aus, ukrainischen Regierung gibt es Gruppen und Parteien, denen jetzt auch Geld gegeben wird. Diese Gruppen und Parteien würden in Deutschland wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. Und sie wären wahrscheinlich sozusagen vom Verfassungsschutz ununterbrochen beobachtet. Es ist nicht sehr klug, sozusagen immer mit zweierlei Maß zu messen und in diesem Fall das als Freiheitshelden darzustellen, wenn dieselben Leute mit denselben Vorstellungen bei uns tätig wären, würden wir sagen, naja, ganz vorsichtig, sollte mal der Verfassungsschutz einen Blick drauf halten. Ich bin froh, sage ich ganz offen, dass inzwischen viele westliche Politiker offensichtlich begriffen haben, dass das so nicht geht. Kissinger hat gesagt,
Schluss mit der NATO-Ausweitung. Brzezinski, der ehemalige Sicherheitsberater von Carter, hat gesagt, Schluss mit der NATO-Ausweitung. Und selbst Obama ist plötzlich zu dem Ergebnis gekommen, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Auch Herr Putin kann Geschichtsbücher lesen. Und Texas haben die USA nicht durch Volksabstimmung von Mexiko 1845 gewonnen, sondern sie haben es auch durch Krieg gewonnen. Das werfe ich überhaupt niemandem mehr vor. Aber man soll bitte nicht ununterbrochen bei solchen außenpolitischen Diskussionen heucheln. Psychologie spielt eine viel größere Rolle, als wir uns das vorstellen. Und wir sind leider nicht mehr so auf diese Art von außenpolitischer Psychologie geeicht, dass wir damit umgehen könnten, wie vielleicht Bismarck oder Metternich damit umgehen konnten. Die NATO ist eine Verteidigungsorganisation Westeuropas und des Atlantik. Und das wollen wir beibehalten und das ist richtig und das hat uns den Frieden und die Freiheit in 40 Jahren erhalten. Aber, liebe Freunde, dazu gehört weder der Irak, noch Libyen, noch Afghanistan, noch Somalia, noch Mali. Es gibt eine Tendenz, ich sage nicht des Westens, aber es gibt eine Tendenz Amerikas, ihre strategischen Interessen, die ganz andere auch in der Welt sind, im Grunde genommen mit der NATO zusammenfließen zu lassen und uns in die Schwierigkeit zu bringen, dass, wenn wir dem nicht folgen, gesagt wird, naja, ihr seid unsichere Kantonisten, ihr schwankt, ihr müsstet sozusagen uns helfen und so weiter und so weiter. Das will ich nicht. Ich will das auch nicht und die AfD will das auch nicht, dass wir plötzlich gezwungen werden, für bestimmte Ziele einzutreten, die nicht die unseren sind und an denen wir strategisch auch kein Interesse haben. Wir machen das aber schon zum Teil. Deshalb sind wir von der AfD ja auch ganz klar gegen den Afghanistan-Einsatz, weil die Idee, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird, auch wenn es ein Verteidigungsminister der SPD gesagt hat, der jetzt nicht mehr lebt, halte ich für eine absolut unsinnige Idee. Und das sieht der Bundesvorstand der AfD genauso. Sanktionen bringen die Krim nicht zurück. Und Sanktionen werden auch nicht verhindern, dass noch Teile der Ukraine verloren gehen. Es ist nicht die Frage von Sanktionen, sondern müsste der Versuch gemacht werden, zusammen mit Russland nach einem Weg zu suchen, dass es die NATO nicht als Bedrohung empfindet und dass die Ukraine einen unabhängigen Weg gehen kann, wahrscheinlich in der Form ohne die Krim, das glaube ich bestimmt, und dass dieser Weg von Russland mit abgesichert wird. Es hat keinen Zweck gegen Russland, wie wir das gemacht haben, und das ist Schuld des Westens auch mit, gegen Russland Aufnahmegespräche zu führen und dann zu sagen, ja, das ist das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine. Es gibt historische und kulturelle Bindungen Russlands an die Ukraine, die so stark und tief sind, dass Russland nie zulassen wird, dass die völlig gekappt werden. Und Sie müssen sich nur vorstellen, wenn plötzlich bei uns das Aachener Münster oder der Kölner Dom verloren gehen. In Russland ist Kiew im Grunde genommen die heilige Grundlage, auf der das ganze Reich einst aufgebaut war, das Zarenreich. Und wenn das so ist, dann sind natürlich solche Dinge Verletzungen, wie sie jetzt geschehen sind. Und diese Verletzungen muss man zumindest respektieren, ob man immer der Meinung sein muss, das ist bestimmt nicht richtig. Aber man muss diese Verletzungen respektieren, man muss sie kapieren und man muss die Psychologie verstehen. Europa, liebe Freunde, ist nicht die EU. Europa geht weiter. Und wir müssen nicht alle Staaten in die EU nehmen und wir müssen auch die Grenze in die russische Welt offen halten.
Wir müssen nicht strenge Abgrenzungen schaffen nach dem Motto, wer zu diesem Block gehört, gehört zu diesem Block und der andere ist drüben. Die AfD hat das inzwischen sehr klug eingesehen und gemacht. Wir haben das alle mitorganisiert, indem wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir künftig weitere europäische Staaten in die NATO und die EU aufnehmen, ohne dass die Bevölkerung darüber befindet. Griechenland hat kein Wirtschaftsmodell in der Eurozone gefunden. Das wissen Sie alle, das ist die Grundlage unserer Partei, weil wir gegen den Euro deswegen sind. Und ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber nun gucken Sie sich mal die Entwicklung in Bulgarien und Rumänien an. Da ist uns erzählt worden, dass mit dem EU-Geld jetzt eine moderne Gesellschaft aufgebaut wird. Die moderne Gesellschaft, und das sagen alle Beobachter, die sich dort auskennen, ich kenne mich ja nicht aus, aber ich habe noch keinen getroffen, der das nicht sagt. Die moderne Gesellschaft sieht so aus, dass das EU-Geld dazu verwandt wird, dass die Eliten, die jetzt dran sind, die aus dem Kommunismus noch rüber sich gerettet haben, dass die jetzt mit EU-Geld dranbleiben und dass im Grunde genommen die demokratische Entwicklung in diesen Ländern auf Eis gelegt ist. Das können Sie manchmal in den Zeitungen lesen, wenn also der rumänische Staatspräsident wieder mal mit seinem Premierminister streitet, der aus dieser alten Seilschaft herkommt. Das heißt, es ist der EU und uns allen nicht gelungen, diese Staaten vom Balkan wegzuziehen oder in irgendeiner Weise zu verwestlichen. Es ist eine völlig falsche Idee. Wir müssen akzeptieren, dass es tiefere Spaltungen in Europa gibt und dass sie nicht durch kapitalistische Produktion oder durch oberflächliche Geldvergabe beseitigt werden können. Und liebe Freunde, es gilt nicht nur für den Balkan, wo wir auch deutlich sagen, keine Aufnahme, ohne dass die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung dem zustimmt. Es gilt zum Beispiel auch ein Land wie die Türkei. Mein Gott, was ist man angegriffen worden? Gar nicht so lange her, als man aus vielen guten Gründen gesagt hat, das Osmanische Reich war nie Teil Europas. Und da es nie Teil Europas war, gehört die Türkei auch nicht nach Europa. Was ist man da angegriffen worden? Rassismus und man sei gegen multikulturelle Gesellschaften und man soll doch mal die hübschen Türken im Fernsehen sich anschauen. Die passten doch hierher. Jeder Unsinn ist erzählt worden. Plötzlich höre ich nichts mehr davon, seit Herr Erdogan eine Politik betreibt, bei der auch manche andere Menschen sagen, naja, ob das alles so richtig ist, das glauben wir ja nicht. Das heißt, auch hier wieder hat man alte historische Dimensionen einfach weggelächelt und geglaubt, wir könnten die Türkei in die EU aufnehmen. Nun ist das rechtzeitig, sage ich jetzt ziemlich flapsig, schiefgegangen. Aber liebe Freunde, auch hier muss man vorsichtig sein. Herr Erdogan soll sein Land regieren, wie er das für richtig hält. Nur die türkische Bevölkerung hat darüber zu entscheiden, ob er das klug und nicht klug macht, ob er Wahlen gewinnt oder nicht. Dass unser Bundespräsident in die Türkei fährt und alle möglichen Forderungen an ein anderes Land stellt, halte ich im Gegensatz zu vielen Politikern der Grünen und der Sozialdemokraten für schlichtweg falsch. Denn Nichteinmischung gilt auch für ein Land wie die Türkei. Und ich weiß genau, was jetzt passiert, was nämlich schon mal passiert ist. Da kommt Herr Erdogan nach Deutschland, das letzte Mal war es Dortmund oder Köln, ist ja auch jetzt egal, hält eine große Rede und fordert die Menschen, die Türken, die ihm zujubeln, auf, sich nicht zu integrieren. Das wird auch jetzt wieder geschehen. Und das ist die Folge im Grunde genommen einer Einmischung, die zu nichts führt. Die Türkei und die Menschen in der Türkei müssen alleine entscheiden, wie sie leben wollen und wie sie regiert werden wollen. Es ist nicht Sache des Bundespräsidenten, das von hier aus steuern oder bewegen zu wollen. Vom Politischen kommt man natürlich in diesem Zusammenhang schnell wieder auf das Wirtschaftliche, nämlich auf das, was uns ausgemacht hat und immer noch ausmacht, das ist die Währungsproblematik.
Das hat leider auch eine stark außenpolitische Dimension, die oft so nicht gesehen wird. Sie haben erlebt, wie die Spitzenkandidaten Juncker und Schulz, sie plädieren nicht direkt für Eurobonds, aber sie plädieren im Grunde genommen für das, was sie den Versuch nennen, Solidarität aufzubauen, die dann doch bedeutet, dass wir diese Solidarität finanziell tragen. Und ich sage Ihnen voraus, dass die Frage der Eurobonds kommt, wobei es gar nicht mehr nötig ist, denn dadurch, dass die Europäische Zentralbank inzwischen Griechenland finanziert und wir über den ESM diese Finanzierung auch betreiben, ist der Begriff Eurobonds gar nicht mehr nötig, sondern es geschieht genau das, was ursprünglich in Maastricht ausgeschlossen war und was wir alle nicht wollten, dass wir andere Staaten finanzieren. Und damit sind wir wieder beim Euro. Und da würde ich gern noch einmal auf die politische Problematik des Euro eingehen. Es wird immer über den Euro als Währung und ist es wirtschaftlich sinnvoll und haben die Deutschen davon profitiert oder haben sie nicht profitiert. Darüber wird gesprochen. Über den politischen Hintergrund wird selten gesprochen. Macht auch nichts, denn natürlich sind unsere Freunde von Starbatti über Henkel alles Fachleute auf dem wirtschaftlichen Gebiet, die das auch mehr interessiert. Mich interessiert mal der politische Hintergrund. Denn wir sind uns alle einig, dass der Euro keine wirtschaftliche Währung in dem Sinne ist, dass er in irgendeiner Weise für den gemeinsamen Markt oder für das gemeinsame Europa notwendig war oder ist. Er ist keine wirtschaftliche Währung, er ist eine rein politische Währung. Die Geschichte ist einfach, sie reicht hinter die Wiedervereinigung zurück. Schon immer hatte Frankreich das Gefühl, dass die deutsche Wirtschaft sich in einer Weise entwickelt, dass sie zu stark wird für den französischen Nachbarn. Wenn ich das so deutlich sage, ist das überhaupt keine Kritik an Frankreich. Ich würde als französischer Politiker genau so handeln. Denn die Frage war, die ein Berater von Mitterrand mal gestellt hat, wie entschärfen wir um Gottes Willen die deutsche Atombombe? Damit ist nicht irgendeine Bombe gemeint, sondern damit ist die deutsche Wirtschaft gemeint. Und die Franzosen hatten das Gefühl, wir müssen etwas tun. Und sie kamen auf die Idee, und das ist gar nicht ursprünglich so falsch gewesen, sie kamen auf die Idee, dass man eine gemeinsame Währung einführt und damit die deutsche Wirtschaft einhegt. Das heißt, die Stärken der deutschen Wirtschaft gehen automatisch über in die französische Wirtschaft und durch diese gemeinsame Währung entsteht sozusagen ein gleichmäßiges Wirtschaftsgebiet. Das, liebe Freunde, ist auch eine ganz alte Geschichte und es ist immer erstaunlich, dass solche Vergleiche selten herangezogen werden. Es gibt ein sehr kluges Buch von einem deutsch-jüdischen Historiker, Ludwig de Hio, Hegemonie und Gleichgewicht. Und er beschreibt sehr schön, welche Probleme schon Bismarck hatte, dieses Deutschland in der Mitte des Kontinents, das zu groß war für eine Dominanz, das hat ja auch nie funktioniert, das zu klein ist für eine Dominanz, deswegen hat es ja nicht funktioniert, aber immer zu groß war für die normale europäische Staatlichkeit, also wie von Luxemburg bis Polen, von Belgien bis Holland. Das heißt, das hat Bismarck schon beschäftigt, wie kann man Deutschland so verankern, dass es auf der einen Seite nicht dominiert und auf der anderen Seite aber Menschen nicht das Gefühl haben, dass Deutschland sie irgendwo bedrückt oder unterdrückt. Dieses Denken haben die Franzosen wieder aufgenommen. Und aus diesem Denken ist der Euro entstanden, denn jetzt war es plötzlich die geschwächte französische Großmacht, die den Versuch machte, Deutschland einzuhegen. Was dabei herausgekommen ist,
ist das Gegenteil von dem, was sie sich vorgestellt haben. Nun kann das in der Politik so passieren. Aber das liegt natürlich an der falschen Konstruktion des Euro. Dass das politisch inzwischen sehen es auch die Franzosen ein, eine höchst problematische Geschichte ist, will ich nur an einem winzigen Symbol klar machen. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Als Konrad Adenauer 1955 nach Griechenland fuhr, erster Staatsbesuch, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, und wir hatten den Griechen sehr übel mitgespielt. Wir hatten damals zwischen 40 und 45 die Italiener da unten unterstützt und da ist viel Furchtbares passiert. Also Konrad Adenauer kam als deutscher Bundeskanzler. Er brauchte zu seinem Schutz 7 Polizisten. Als Frau Merkel vor einem Jahr zu ihrem Athen-Besuch eintraf, kurz nachdem die Troika da war, stand nicht nur die halbe Stadt Athen Kopf, sondern sie brauchte 7.000 Polizisten zu ihrem Schutz. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil das zeigt, dass die Vorstellung, der Euro habe Europa geeinigt, falsch ist. Der Euro hat Europa geteilt. Und das ist eine ganz einfache Psychologie. Da muss ich gar nicht groß wirtschaftliche Daten anführen. Der Euro funktioniert für manche Staaten nicht, weil er zu schwach ist, für manche, und für manche ist er zu stark. Und für die Südländer ist er zu stark. Das hat zur Folge, dass diese Länder, nachdem sie den Euro haben, nicht mehr abwerten können. Das wissen wir alle. Wer nach Italien früher fuhr, bevor wir den Euro hatten, stellte fest, dass das Zimmer im Jahre so und so viel Lira kostete. Und dass das Zimmer ein Jahr später zwar sehr viel mehr Lira kostete, aber umgerechnet in D-Mark weniger. Warum? Weil die Italiener abwehren konnten. Jetzt können die Italiener nicht abwerten und die Griechen können auch nicht abwerten. Das Ergebnis ist logischerweise, dass sie den Versuch machen, die Sozialstandards zu senken. Beamtenpensionen runter, Löhne runter, Arbeitslosigkeit, Geschäfte kaputt. Wenn das ein Volk selber macht und will, aus eigenem Antrieb, nach dem Motto, da müssen wir durch, ist nichts dagegen zu sagen. Das Schlimme an der Geschichte ist nur, dass die Griechen und die anderen Völker uns Deutschen vorwerfen, dass wir das wollen, weil wir plötzlich sozusagen diejenigen sind, die für den starken Euro eintreten und dass Frau Merkel als diejenige gilt, die diese Troika steuert. Ob das jetzt alles im Einzelnen richtig ist, ist mir jetzt völlig egal. Aber plötzlich ist Deutschland wieder das Hassobjekt von Leuten, die nicht sagen, wir müssen das selber machen, sondern die sagen, wir wollen doch nicht von den Deutschen wieder gesteuert werden. Und, liebe Freunde, das ist politisch verheerend. Und wenn ich dann noch das nehme, was ich vorhin schon gesagt habe, 60% Jugendarbeitslosigkeit, dann kann ich nur sagen, der Euro teilt Europa, der Euro schwächt Europa, aber er stärkt nichts mehr in Europa. Und das ist im Grunde genommen eine Katastrophe. Es ist eine politische Katastrophe und damit habe ich das Wirtschaftliche überhaupt jetzt nicht diskutiert. Es besteht plötzlich die Gefahr, dass dieses Europa genau an diesen Linien auseinanderfällt. Und natürlich weiß das auch Frau Merkel und natürlich wissen das die anderen. Und was machen sie? Sie brechen alle Verträge und finanzieren Griechenland. Das, was wir alle nicht wollten, was uns Herr Schäuble haushoch und heilig versprochen hat. Niemals deutsches Geld dafür. Es geht gar nicht anders. Weil Griechenland mit dem Euro gar nicht leben kann. Und wenn ich den Euro, koste es, was es wolle, verteidigen will, indem ich sage, das sei Teil der Friedensordnung, dann muss ich das so machen. Nur, liebe Freunde, frage ich mal, erinnern Sie sich noch an den Staatsbesuch de Gaulle und Adenauer in Bonn? Da hatten wir keinen Euro. Haben wir da Krieg geführt oder was haben wir denn die ganzen Jahre vorher gemacht? Als es den Euro nicht gab, gab es den europäischen gemeinsamen Markt und der funktionierte prima. Und plötzlich wird mir von Frau Merkel und anderen erzählt, das ist eine Frage von Krieg und Frieden.
Das ist ein Irrsinn, aber keine Frage von Krieg und Frieden. Nun wird einem an dieser Stelle, und wir sind ja kurz vor Wahlen und ich komme auch zu einem Schluss, wird einem an dieser Stelle sofort gesagt, na aber guck doch mal, es gibt doch wieder Geld und die Griechen können ihre Bonds verkaufen und die Griechen können auf den Kapitalmarkt zurückgehen, es wird uns alles erzählt. Ja, liebe Freunde, natürlich können die Griechen auf den Kapitalmarkt zurückkehren. Ich kann jedem nur empfehlen, jetzt griechische Staatsanleihen zu kaufen. Warum? Weil die sicher sind. Weil Sie, wir alle, wir garantieren die. Das heißt, wenn es schief geht, wenn die Griechen nicht mit ihre Staatsanleihen ablösen können, dann sind wir diejenigen, die bezahlen müssen. Über ESFS und ESM, wie diese beiden wunderbaren Konstrukte heißen. Das heißt, natürlich sind griechische Staatsanleihen sicher heute, weil unsere Steuergelder dafür gerade stehen. Und wenn das vernünftige Politik ist, dass wir das eine bezahlen und trotzdem als diejenigen dargestellt werden, die das Elend in Griechenland von Jugendarbeitslosigkeit bis, ich habe es erwähnt, verantworten, dann ist diese ganze Konstruktion in der europäischen Einigung schlicht schiefgegangen. Und da muss man an irgendeiner Stelle auch Schluss machen. Und das, liebe Freunde, ist im Grunde genommen der politische Grund, warum sich die AfD gegründet hat und warum wir wollen, dass unsere Freunde ins Europaparlament kommen, damit dieser Unsinn so bald wie möglich aufhört. Danke. Applaus